Ja, so, jetzt sehen wir auch alle. Ja, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Demokratie und Europa nach außen exportieren, im Inneren retten von der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung. Ich begrüße damit alle ganz, ganz herzlich zu unserer Veranstaltung in der Hamburger Europawoche. Mit der Europawoche wird jährlich europaweit mit ganz vielfältigen Veranstaltungen rund um das Thema Europa. Zum einen der 5. Mai als Gründungstag des Europarates und zum anderen der 9. Mai als Tag der Erklärung des damaligen französischen Außenministers Schuman zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gefeiert. Unser ganz herzlicher Dank als Stiftung gilt an dieser Stelle dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg für die Organisation der Europawoche hier ganz lokal in Hamburg, von wo aus zumindest meine Co-Moderatorin und ich senden. Mein Name ist Julia Strasheim. Ich bin Friedens- und Konfliktforscherin. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und ich leite für die Stiftung auch die Programmlinie Europa und internationale Politik. Und ich freue mich extrem, dass Sie, liebes Publikum, heute so zahlreich hier zumindest virtuell mit dabei sind. Wir wollen heute mit unserer Veranstaltung versuchen, zwei Debatten zusammenzuführen, die, wie wir finden, viel zu selten zusammen diskutiert werden. Nämlich zum einen Erkenntnisse aus der weltweiten Demokratieförderung durch beispielsweise Institutionen wie die Europäische Union oder ihre Mitgliedstaaten und zum anderen eben Diskurse zur Stärkung der Demokratie im Inneren. Denn die Demokratie von nicht-demokratischen Kräften zu schützen, das ist, und das hören wir immer mehr, das sehen wir immer mehr, darüber reden wir auch immer mehr, sowohl eine innenpolitische als auch eine außenpolitische Aufgabe. Aber welche Spannungsfelder es gibt zwischen interner und externer Demokratieförderung, was wir beispielsweise aus Jahrzehnten weltweiter Demokratieförderung für die Stärkung unserer Demokratie in Deutschland zu Hause übertragen und lernen können und wie wir auch innergesellschaftliche Diskurse um Vielfaltsgesellschaften als Chance für plurale, lebendige Demokratien auch außenpolitisch leben können. Das sind so ein paar von den Fragen, um die es heute Abend gehen soll. Und wie genau wir diese Fragen beantworten wollen und mit wem wir heute diskutieren, dafür übergebe ich jetzt erstmal an meine Kollegin und Co-Moderatorin, die sich gleich selbst nochmal im Detail vorstellen wird, Nina Wienkoop. Danke, Julia. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele dabei sind, trotz schon sehr vielen Monaten der auch ja, des Digitalens. Zumindest in Hamburg verpasst man auch nichts. Hier ist wirklich Hamburger Schiedwetter, wie man so hier so schön sagt. Genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir alle zusammengekommen sind. Ein paar Worte zu mir vorab. Ich leite seit letztem Herbst hier die Programmlinie Demokratie und Gesellschaft, die sich schwerpunktmäßig mit Debattenkultur in Deutschland auseinandersetzt, Krise und Resilienz unserer Demokratie und zu Jugend und ihrem Engagement arbeitet und forscht. Genau, und wir moderieren heute zusammen das Gespräch mit unseren zwei Gästen, die wir gleich vorstellen werden. Und ein wenig ist unsere Idee so, dass wir wirklich ins Gespräch kommen. Das heißt, wir haben in der Vorbereitung auch tatsächlich geschaut, dass unsere Fragen immer anschließen und wir werden so ein bisschen versuchen, über Kreuz ins Gespräch zu kommen. Genau, mal schauen, wie das gelingt und wir sind ganz gespannt darauf. Ein paar Worte vorab, wie immer, das ist, glaube ich, bekannt bei den Digitalformaten immer zu Format und Technik. Wie Sie, liebe ZuschauerInnen, bereits gemerkt haben, sind Ihre Mikrofone und Kameras aus. Aber wir möchten nichtsdestotrotz Sie dazu einladen, auch gerne sich zu beteiligen. Und zwar über die F&A-Funktion, die Sie unten an der Leiste sehen, können Sie uns während des gesamten Gesprächs Fragen schicken, die wir dann auch ins Gespräch versuchen einzubauen. Tatsächlich aber erst so ungefähr nach 40 Minuten genau berücksichtigen. Beziehungsweise wir haben schon vorab und da vielleicht auch schon mal einen kleinen Dank, schon mal ein paar Fragen bekommen und werden die auch oder haben sie auch schon berücksichtigt in unseren Fragen. Sollte es Probleme geben zur Technik? Wir haben zwei KollegInnen, die hier im Hintergrund dabei sind. Das heißt, auch da stellen Sie Ihre Fragen einfach in den F&A-Chat. Es ist zunächst eh erstmal unsichtbar und die werden Sie sich dann bei Ihnen melden. Ein Hinweis noch zum Datenschutz. Wenn Sie die Fragen stellen, Sie können auch anklicken, dass Sie sie anonym stellen wollen. Ansonsten wird Ihr Name erscheinen und genau dann für andere auch sichtbar werden. Jetzt aber kommen wir endlich zu unseren Gästen und ich darf Nayka Forutan, also zuerst einmal beide ganz herzlich begrüßen, Julia Leininger und Nayka Forutan, und darf jetzt Nayka einmal vorstellen. Sie leitet zusammen mit Frank Kalter
Das DZIM-Institut, das ist das Institut des Deutschen Zentrums für Migration und Integrationsforschung, von daher wir uns auch kennen und wo ich bis vor kurzem auch noch gearbeitet habe. Sie ist Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin und dort auch zugleich Direktorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung, kurz BIM, hat tatsächlich drei Leitungshüte gleich auf. Und hat zu verschiedenen Themen publiziert. Ich glaube, heute werden vor allem zwei Bücher ganz relevant sein. Und zwar einmal ihr, wie ich auch finde, wirklich grundlegendes Werk zum Thema die postmigrantische Gesellschaft und das neuere Buch, was letztes Jahr erschienen ist, mit dem Thema die Gesellschaft der anderen, zusammen mit Jana Hensel. Herzlich willkommen, Naika, schön, dass du da bist. Ja, und getreu unserem Motto der Moderation überkreuzt, darf ich jetzt unsere andere Referentin herzlich begrüßen und einmal vorstellen. Dr. Julia Leininger ist Politikwissenschaftlerin und Programmleiterin des Forschungsprogramms Transformation politischer in Klammern Ordnungen am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn. Das DIE zählt zu den führenden Forschungseinrichtungen zu Fragen globaler Entwicklung. Sie hat an der Uni Heidelberg promoviert, da teilen wir eine Alma Mater, und sie forscht und publiziert und berät insbesondere heute zu Schwerpunktthemen wie politische Transformation und Governance in Afrika, inter- und transnationale Demokratieförderung, Religion, Politik oder Konflikt, Frieden und Sicherheit. Und mit ihr sprechen wir eben heute insbesondere über Fragen der externen Demokratieförderung. Herzlich willkommen auch an dich, liebe Julia. Julia, ich fange mit dir gleich einmal an. Ich habe es gerade schon erwähnt, du forschst seit sehr vielen Jahren zur weltweiten Demokratieförderung durch Deutschland oder durch die Europäische Union, insbesondere eben in Afrika. Und Demokratieförderung ist ja seit Anfang der 90er Jahre zu einem, ich würde sagen, immer wichtigeren Ziel im auswärtigen Handeln, insbesondere der EU, geworden. Und auf EU-Ebene und auch in den Mitgliedstaaten wurden ganz umfangreiche Strategien, Konzepte, Instrumentarien entwickelt. Viele kennen das, eines der größten, das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte. Und auch personelle, technische, finanzielle Mittel wurden immer weiter ausgebaut. Aber seit einigen Jahren hören wir aus der Forschung und aus der Politik, dass Demokratie weltweit und auch die weltweite externe Demokratieförderung, also die Unterstützung von sich demokratisierenden Gesellschaften, dass das immer mehr unter Druck steht. Kannst du uns einmal zu Beginn abholen, warum das aus deiner Sicht besonders der Fall ist? Was sind die größten Aufgaben, die du gerade für die weltweite Demokratieförderung siehst? Ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich sehr auf die Runde und auch auf die Diskussion und finde vor allem, dass das Zusammenbringen von diesen Themen innen, also wie sieht Demokratie in Deutschland aus und in Verbindung mit der Außen- und Entwicklungspolitik und der Demokratieförderung, ein sehr wichtiges Thema. Und ich denke, das wird uns in Deutschland jetzt auch zumal nach der Bundestagswahl noch länger begleiten. Ja, zu den Trends oder auch den Herausforderungen für Demokratieförderung und Demokratie. Ich sehe da im Wesentlichen vier. Und der allererste ist wahrscheinlich, oder den ich als erstes nennen möchte, ist, dass Demokratieförderung besser ist als ihr Ruf. Und das ist ein Grund, weshalb Demokratieförderung, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren weniger geworden ist. Nicht, wenn man auf die Finanzen schaut, aber wenn man auf politische Prioritäten in der Außen- und Entwicklungspolitik der meisten sogenannten westlichen Staaten, also Deutschland, EU, USA schaut, ist das kein wichtiges Thema auf den Agenten mehr gewesen, weil der Demokratie der Ruf anhängt, dass sie nicht das bringt, was man sich in den 90er Jahren nach dem Fall der Mauer erhofft hatte, nämlich für die armen Länder bringt sie viel Wohlstand, für die Länder mit Konflikten bringt sie Frieden und damit auch dann Frieden für die Welt. Und das ist so nicht eingetroffen. Also die Idee, dass Demokratie überall vorherrschen wird nach dem Mauerfall, ist nicht eingetroffen. Und damit einher geht ein globaler Trend, das ist der zweite Punkt, dass Autokratien sehr stark die Autokratie als politisches System stark an Legitimität gewonnen hat. Da schauen wir von hier aus häufig nach China. Russland ist ein Beispiel. Also das sind Länder, die mit dem Argument, also vor allem China, dass sie viel Entwicklung schaffen, sagen, das ist das bessere Modell. Und dem folgen vor allem die Autokraten anderer Länder.
Und der dritte Punkt ist, und das wird beflügelt durch diese Legitimation von autokratischen Regimen, ist, dass wir einen globalen Autokratisierungstrend haben. Das heißt, dass Länder, in denen die demokratisch verfasst sind, die Qualität von demokratischen Institutionen und Prozessen abnimmt. Und wie der vielleicht, ja, wobei, nee, das war eine andere Veranstaltung, wir sprachen vorhin über Anna Lührmann, die den Demokratiebericht vom Varieties of Democracy, das ist ein Institut in Göteborg, mitgeschrieben hat. Und die stellen fest, dass mittlerweile 2,3 Milliarden Menschen, also ein Drittel der Menschheit, in Regimen lebt, in Ländern lebt, die von Autokratisierung betroffen sind. Also das heißt, weniger Meinungsfreiheit beispielsweise, weniger Pressefreiheit. Und das Schwierige ist, dass das große Länder sind, wie Indien, wie Brasilien, also G20-Länder. Und diese Autokratisierungstrend ist insofern für Demokratieförderung ein Problem, als dass es jetzt Instrumente und Politik bedarf, die Demokratie schützen. Bislang war der Fokus sehr stark auf Förderung von Prozessen, die schon im Laufen sind, und weniger auf den Schutz von Demokratie. Also hier braucht es neue Ideen, wie das aussehen könnte. Und dann der letzte Punkt noch, der auch einhergeht mit den Autokratisierungstrends, sind, und da denke ich, schließen wir dann auch an Deutschland und Europa, antipluralistische Strömungen. Also Strömungen, die illiberal sind, die nationalistisch sind, und die sind für Demokratieförderung nicht nur ein Problem, weil Demokratie erodiert, sondern die sind für Demokratieförderung auch ein Problem, weil wir wissen, dass nationalistische Regierungen weniger in Demokratieförderung investieren. Ja, da gibst du mir gleich die guten Stichwörter für die Überleitung, weil du sprichst hier zwei Themen an, die wir, glaube ich, auch ganz gut für Deutschland diskutieren können, nämlich einmal das Thema von Förderung, geht das mehr um Schutz. Es geht auch um die Resilienz von Demokratie, also die bereits Demokratie erreicht haben, und dann sie eben auch zu schützen vor antipluralistischen Strömungen. Und das erleben wir auch tatsächlich in Deutschland. Also wir haben ja lange Demokratieförderung sehr stark immer nur extern diskutiert. Das betraf nicht uns, irgendwie auch aus so einem manchmal vielleicht auch absolut fehlen Haltung von Überheblichkeit, dass wir ja die Demokratie schon geschafft haben, kommt es ja immer mehr zu einer Erosion dieses Selbstverständnisses und der Erkenntnis, okay, wir brauchen auch hier intern ganz, ganz starken Schutz für die Demokratie, spätestens seit Einzug der AfD in den Bundestag 2017, was ja ein Beispiel ist für eine ganz klare antipluralistische Partei und Strömung. Jetzt gibt es aktuell ja das Thema Demokratiefördergesetz. Und Maika, du bist eine der vielen UnterzeichnerInnen, die sich da ganz klar offen positionieren und sagen, dass es das braucht. Jetzt ist es Ende März gerade im Bundeskabinett gescheitert. Die CDU sieht keine Notwendigkeit eines solchen Gesetzes. Im Kern geht es aber in diesem Gesetz um die langfristige und stabile Förderung von Zivilgesellschaft und politischer Bildung. Aus deiner Sicht, warum bedarf es dieses Gesetzes, vielleicht auch jetzt gerade in Deutschland, und wie kann es dazu beitragen, dass unsere Demokratie resilienter wird, aus deiner Sicht? Ja, zunächst einmal guten Abend an alle, die gerade zugeschaltet sind. Und auch ich bedanke mich sehr für die Einladung in diese Runde und für die spannende Diskussion. Ich finde auch, dass es sehr, sehr interessant ist, die Außenperspektive und die Innenperspektive miteinander zu verzahnen und sehen, wo es Schnittstellen gibt und wo aber dann doch Unterschiede sind. Und ich fand auch den Punkt, den du gerade gemacht hast, Nina, sehr relevant. Lange Zeit haben wir uns daran gewöhnt, aus den Ländern des globalen Nordens, wenn ich es mal so zusammenfasse, ein bisschen zurückgelehnt zu glauben, wir sind schon das Maß aller Dinge und die Demokratie funktioniert hier, und anderswo sind das alles noch Entwicklungsländer, und plötzlich sehen wir mitten in der EU autoritäre, nicht nur Strömungen, sondern Regierungen bis weit hinein nach Skandinavien, in die Niederlande, und alle Trends weisen darauf hin, dass möglicherweise unser Nachbarland Frankreich als
nächstes autoritär regiert werden könnte, mit ganz eindeutig demokratiekritischen Perspektiven bis möglicherweise sogar antidemokratischen Tendenzen. Es rückt also näher an uns heran und deswegen finde ich es sehr wichtig, darüber nachzudenken. Und die Frage ist, wenn wir reinzoomen und in Studien hineinschauen, wo überall die Trends darauf hinweisen, dass Menschen sich nach autoritären Führern oder Führerinnen im Falle Marine Le Pen sehnen, dann sind das sehr oft strukturschwache Regionen. Dann sind das oft ländliche Regionen. Es sind weniger die sogenannten vibrierenden Großstädte, sondern es sind Regionen, die sich abgehängt fühlen, die sozialstrukturell abgehängt sind und in denen auch, und darauf weisen auch zahlreiche empirische Studien hin, die Zivilgesellschaft keine starke Organisationskraft besitzt. Und das Demokratiefördergesetz wollte ja explizit dort einhaken und eben diesen Faktor, dass gerade in Deutschland die Frage der zivilgesellschaftlichen Organisation für demokratische Strukturen oder auch einfach nur Nachbarschaftsverhältnisse und gegen autoritäre Strömungen, dass das immer nur projektgebunden war, projektabhängig. Die Personen, die man dort ausgebildet hat, die bestimmte Skillsets entwickelt haben, die bestimmte Kontakte geknüpft haben, aufgrund der Kurzfristigkeit der Projekte sehr schnell, sobald sie qualifiziert waren, sich in andere Jobs hineinbewegt haben, die ganzen Strukturen immer wieder von vorne begonnen werden mussten oder dann eben auch wieder abgewickelt wurden. All diese Erfahrungen der letzten beiden Jahrzehnte hat gezeigt, dass gerade die Frage von Demokratisierung uns als Gesellschaft so viel wert sein müsste, dass wir dort in stabilere Strukturen investieren. Und im Grunde genommen, interessanterweise, das ist das, was Julia eben gesagt hat, man hat wahrscheinlich so das Gefühl gehabt, das läuft schon von alleine und die Förderung hat man dementsprechend vielleicht auch zu großen Teilen so gesehen, andere Länder brauchen das, aber Deutschland braucht ja nicht für sich intern eine etablierte, stabilisierte, strukturelle Demokratieförderung. Es reicht, wenn wir das mal punktuell 1-2 Jahre hier machen und 2-3 Jahre dort. Aber wir sehen gerade, dass das eben nicht geht. Jetzt ist leider dieses Gesetz gescheitert. Es gibt einen zweiten Anlauf von Seiten der CDU, das zu verknüpfen mit einem sogenannten wehrhaften Demokratiefördergesetz. Die Frage der Wehrhaftigkeit ist aber eine, die noch ungeklärt ist, in welche Richtung die gehen soll. Insofern warten wir tatsächlich im Moment alle, wie sich die Konflikte innerhalb der Koalition und Opposition mit Bezug auf dieses Gesetz ausgestalten. Derweil verlieren sehr viele zivilgesellschaftliche Organisationen gerade ihren Förderstatus, gerade in sehr vulnerablen Settings, gerade im Moment bezogen auf Fluchtfragen, aber auch auf Genderfragen, aber auch auf Mobilisierung gegen rechte Strukturen in ländlichen Räumen. Frau Julia möchte darauf direkt was entgegnen, dann würde ich jetzt aber jetzt die nächste Frage nochmal an dich stellen, Naika, und bei dir ansetzen. Du sprichst schon zwei Punkte ein, auf die wir auch nochmal zu sprechen kommen, nämlich einmal die Versprechen, die habt ihr beide schon angesprochen, Versprechen von Wohlstand, von Frieden, und wenn diese nicht eingehalten werden, in welchen Regionen es dann auch eben dazu kommt, dass antidemokratische Kräfte unterstützt werden, und das Thema Wehrhaftigkeit der Demokratie, was ja auch ganz eng verknüpft ist mit Fragen der inneren Sicherheit und generell mit dem Thema Sicherheitspolitik, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal einen Schritt zurück, nämlich zu dem Thema, was wir auch zu Beginn gerade schon hatten, der Frage, weil die Frage nach Demokratisierung, die du gerade schon so auch formuliert hast, Naika, ist ja ganz eng aktuell und nicht nur in Deutschland, auch in Europa verknüpft mit der Frage nach Identität und mit der Frage, die du auch, glaube ich, immer wieder kennst und schon oft diskutiert hast, zum Thema Identitätspolitik. Und da ist ja immer die Frage, ist das eine aktuelle Konfliktlinie unserer Gesellschaft und was ist eigentlich, wie ist diese eigentlich in Anführungsstrichen aufzulösen? Und ich fand es ganz spannend, da gab es jüngst einen Artikel in der IPG-Zeitschrift von der Politikwissenschaftlerin Sherry Berman, die plädierte dafür, dass das Thema Zuwanderung nicht den RechtspopulistInnen überlassen werden sollte. Gleichzeitig sehen wir,
apropos, es wird den RechtspopulistInnen nicht überlassen, dass wir zum Beispiel in Dänemark dann die SozialdemokratInnen das ganz stark auch in der Wahlkampagne genutzt haben und die Bedeutung des Sozialstaates eng mit Migrationsskepsis auch verbunden hat. Wir leben in Deutschland eine Debatte innerhalb der SPD zu dem Thema. Also es scheint immer wieder ganz stark auch, zu Kontroversen oder zu Konfliktlinien zu kommen. Einige sprechen da auch von Diversitätsstress. Ich finde den Begriff ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich habe mich umso mehr deshalb gefreut, Naika, dass bei deinem Buch zur postmigrantischen Gesellschaft es diesen schönen Untertitel gibt, nämlich ein Versprechen der pluralen Demokratie. Und vielleicht magst du einmal genau sagen, wie ist aus deiner Sicht dieser positive Zusammenhang von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Demokratie und wie kann dieser zur Stärkung statt zur Spaltung führen? Vielen Dank. Ich würde gerne kurz an deinem ersten Introsatz einhaken, als du gesagt hast, die Frage der Demokratie ist sehr eng verwoben mit der Frage der Identität. Ich würde gerne da noch einen Zwischenschritt einbauen. Die Frage der Demokratie ist nämlich sehr eng verwoben mit der Frage der Gleichheit oder dem Versprechen der Gleichheit. Und die Frage der Gleichheit ist verbunden mit der Frage der Identität. Also die direkte Verknüpfung von Demokratie und Identität führt über dieses Versprechen der Gleichheit. Sonst würde man nicht sofort automatisch einen Nexus zwischen Demokratie und Identität herstellen. Es ist aber nun mal so, dass die modernen Demokratien, und mit modernen Demokratien meine ich diejenigen, die im Grunde genommen verfassungsgebende Statute haben, die auf Gleichheit und Pluralität aufbauen. Die sind jetzt nicht, wenn ich sage modern, automatisch alles Verfassungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Die belgische Verfassung ist schon in den 20er Jahren entstanden und hat schon diese Gleichheitskomponente drin. Auch und wir wissen, dass wir seit 100 Jahren Frauenwahlrecht haben. Aber viele Verfassungen, also moderne Verfassungen, bauen auf einem Pluralitätsversprechen auf. Nehmen wir mal das deutsche Grundgesetz. Das beginnt schon damit zu sagen, die Würde der Menschen ist unantastbar oder des Menschen. Und damit ist weder ein Geschlecht markiert, noch eine Alterskategorie markiert, noch ein ethnischer Hintergrund oder eine Religiosität. Es ist pauschal die Pluralität der Menschen. Denn so geht jeder Grundsatz weiter. Die Meinungsfreiheit ist ein hochgradig plurales Element. Die Religionsfreiheit selbstverständlich plural, aber auch die Versammlungsfreiheit. Das sind alles plural konstitutive Elemente des deutschen Grundgesetzes. Und die sind angelegt weit bevor wir überhaupt in diesem Land die Migrationsfrage diskutiert haben. Und ein zentrales Versprechen, und darauf basiert mein Buch zu starken Stücken, ist das Versprechen in Artikel 3, dem sogenannten Gleichheitsgrundsatz. Der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz besagt, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, Religion etc. benachteiligt werden. Und dieses Versprechen ist so verankert, dass es ein Demokratietreiber ist. Das hat Julia eben auch schon gesagt. Das Versprechen von Gleichheit, das Versprechen von Sicherheit, also Frieden, modelliere ich mal als Sicherheit. Das sind zwei ganz zentrale Versprechen, die eben Demokratien ihren Bürgerinnen geben, weswegen Bürgerinnen dann auch bereit sind, solche Momente von Unklarheit zu ertragen, die wiederum in Autokratien nicht gegeben sind. In Autokratien gibt es Klarheit, man weiß, wer da regiert, man weiß, wer dort die Position hat, wer bestimmt. Es gibt ein vermeintlicheres Gefühl von stärkerem Verständnis dafür, wie Gesellschaft läuft. Bei Demokratien gibt es immer diesen Punkt, dass die Leute sagen, wer hat das denn jetzt gerade entschieden? Wo sind denn jetzt meine Steuern hingegangen? Etc. Und wie gesagt, durch dieses Versprechen legitimieren sich Demokratien. Wenn aber dieses Versprechen zunehmend brüchig wird, das heißt, die Menschen anfangen nicht mehr daran zu glauben, dass Demokratien das Gleichheitsversprechen einhalten werden, beginnen sie im Grunde genommen, um Ressourcen zu kämpfen. Und in dem Falle beginnen sie auch an der Funktionsfähigkeit von Demokratien zu zweifeln. Und um das zu verknüpfen mit deinem Punkt Identitätspolitik, so sehen wir, dass das Versprechen der Gleichheit
in pluralen Gesellschaften eben nicht nur bestimmten Menschen gegeben ist, sondern es ist ganz breit zunächst mal allen Bürgerinnen eines Landes gegeben. Und dann stellen wir empirisch fest, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, Frauen, Menschen mit Behinderungen, Personen mit Migrationshintergrund, LGBTQ-Personen etc. Tatsächlich strukturell, systematisch und teilweise seit Jahrzehnten, im Falle von Frauen leuchtet es jedem ein, seit Jahrhunderten benachteiligt sind. Und diese Personen gruppieren sich jetzt, also das nennt man Identitätspolitik. Ich würde sehr stark dafür plädieren, das Gleichheitspolitik zu nennen, statt Identitätspolitik, gruppieren sich nun, mobilisieren, um auf ihre ungleichen Positionen aufmerksam zu machen. Und das Schwierige, weswegen es gerade aus der Sozialdemokratie auch im Moment so viel Gegenwehr gibt, ist, weil die sich organisierenden Ungleichheitsgruppen natürlich auch mit dem Finger auf die Guten zeigen. Ich nehme jetzt mal die guten Sozialdemokraten und sagen, ihr seid schon so lange da, macht uns doch auch Platz. Oder aber warum habt ihr in all den letzten Jahrzehnten nicht dafür gesorgt, dass unsere Anliegen auch gehört werden? Und das ist im Moment einer der großen Konflikte, dass man sagt, die eine Seite, die etablierte Seite, wirft den anderen vor, die würden nur jammern und hätten Befindlichkeiten. Und die Seite, die jetzt mobil macht, versteht nicht, wie man so bigott sein kann, am Gleichheitsversprechen festzuhalten und gleichzeitig permanent die anderen weiter unten zu halten oder die Plätze ihnen so zuzuweisen, wie man sie bisher kannte. Ich finde es sehr schön, Naika, dass du uns gleich auch noch ein besseres Wort mitgegeben hast heute in der Veranstaltung, wie wir miteinander reden möchten über die Themen und wie wir es nennen möchten. Ich möchte das Thema aber auch gleich nochmal an Julia zurückgeben. Wir sehen das jetzt auch gerade so ein bisschen in der Debatte, die Nina und Naika gerade geführt hat, wenn wir über diesen Zusammenhang von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Demokratie sprechen, über Fragen der Vielfaltsgesellschaft, der Diversität, um Identitäten. Und eben insbesondere über die Frage, inwiefern auch eine Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt auch eine Chance für unsere Demokratie sein kann. Und eben nicht nur ein Problem und nicht nur ein Stresstest. Dann fällt schon auf, dass diese Debatte sehr, sehr stark national geführt wird. Ich habe das mal gestern in der Vorbereitung der Moderation einfach mal gegoogelt und versucht, diese Begriffe mit Demokratie zusammen, Vielfalt, Demokratie, Identität und Demokratie zusammen zu googeln. Und es kommen fast nur Texte und Beiträge, teilweise auch sehr emotional, sehr, sehr stark, sehr, sehr kontrovers, die sich eben mit der Situation hier in Deutschland beschäftigen. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wenn Nina und ich uns austauschen über unsere eigene Forschung zu Demokratisierungsprozessen in Asien, in Afrika, dass die Forschung zur externen Demokratieförderung und Demokratisierungsprozessen in anderen Ländern da doch schon ganz schön viel weiter ist und viel herzugeben hat. Du selbst hast ja auch beispielsweise zur Rolle von Religionen und religiösen Akteuren in Demokratisierungsprozessen wie in Mali geforscht. Kannst du uns da mal einmal mitnehmen und die Debatte aus deiner Perspektive beurteilen? Wie siehst du diese Debatte in den Forschungen zu Demokratien, die du selber betreibst? Welche Rolle hat diese Debatte oder welche Rolle sollte sie haben? Ja, herzlichen Dank. Ich würde versuchen, auf die Frage zu antworten und gleichzeitig auch noch mal kurz einzugehen auf das, was Naika gesagt hat, weil ich halte hier einen Punkt für ganz wichtig und den vereint. Also dieser Punkt vereint die Debatte in Deutschland mit der Debatte in Europa und über Demokratieförderung. Und das ist der Punkt der politischen Gleichheit. In diesen Demokratiediskursen in den Ländern, aber auch in der Demokratieförderung, sprechen wir von sozialer Ungleichheit, von wirtschaftlicher Ungleichheit und die Brücke, die geschlagen werden müsste, um Demokratieförderung zu verbinden mit sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit, ist die politische Gleichheit. Und die Agenda 2030, die sich alle Nationen ja gegeben haben, hat an drei Stellen sehr starke Referenzen zu politischer Gleichheit. Und interessanterweise, und das ist ein Ziel sozusagen der globalen, vielleicht nicht globalen Gemeinschaft, aber zumindest der Vereinten Nationen, politische Gleichheit zu fördern. Aber dieser Begriff kommt in dieser globalen Debatte nicht vor. Also Demokratie wird ohnehin vermieden in den Vereinten Nationen, weil das zu kontrovers ist als Begriff, aber auch die politische Gleichheit
finde ich an kaum einer Stelle. Und das ist aus meiner Sicht das Bindeglied zwischen diesen wirtschaftlichen, sozialen Themen und der Demokratie, die es in beiden Debatten braucht. Wenn wir jetzt zur Frage kommen, also Verbindung von diesen nationalen Prozessen und Demokratieförderungsprozessen, da würde ich gern so einsteigen, dass man im Grunde keinen Demokratisierungsprozess in dieser Welt, in dieser globalisierten Welt, in der wir leben, nur noch national denken kann. Also wenn wir ein ganz gesichertes Forschungsergebnis aus etlichen Studien haben, dann ist es die Diffusion. Also Diffusion is no illusion ist da das Schlagwort in der Debatte. Also das heißt, Ideen, Werte und auch bestimmte Prozesse diffundieren zwischen Staatsgrenzen. Das heißt, über soziale Medien, über transnationale, wir sprechen ja immer über internationale Beziehungen, aber ganz wichtig sind transnationale Beziehungen, weil Gesellschaften, vor allem die in Nachbarschaft leben, also in der EU, in afrikanischen, lateinamerikanischen Regionen, kommunizieren miteinander und Ideen werden weitergegeben und Wertevorstellungen werden kommuniziert. Und das hat sehr stark zur Ausbreitung von demokratischen Werten und Demokratie geführt in den 90er Jahren. Und wir sehen das auch heute noch, dass das funktioniert. Der arabische Frühling ist ein weiteres Beispiel und andere Prozesse. Das heißt, wir können Demokratie nicht mehr isoliert denken, das heißt, die Debatte nur in Deutschland zu führen, ist sicherlich eine verkürzte Debatte. Ja, was würde ich lernen aus der Diskussion zu Demokratieförderung in anderen Ländern und den Demokratieförderungsdiskursen? Also ein ganz wichtiger Aspekt, ich versuche gerade an einer Stelle, weil ich habe mir gerade überlegt, wie ich spreche, ob denn den Zuhörerinnen und Zuhörern so bewusst ist und klar ist, was passiert, wenn man Demokratie fördert. Vielleicht sage ich da ganz kurz was dazu. Also Demokratieförderung ist in der Regel, umfasst jegliche Maßnahmen, die demokratische Institutionen fördern. Also das kann die Förderung von Parlamenten sein, sehr stark von Zivilgesellschaften, von Medien. Das funktioniert über Beratung, das führt über politische Bildung, das funktioniert über Austausch von Parlamentarierinnen, von Richterinnen und von Bildungsmaßnahmen, Seminaren. Wahlbeobachtung ist eines der wichtigsten Themen hier. Das heißt, das, was wir wissen aus der Demokratieförderung, setzt häufig an einzelnen Themenbereichen und einzelnen Seminaren. Und was ein wichtiger Punkt ist, wie wir die Demokratieförderung fruchtbar machen können, auch für Deutschland, ist tatsächlich die Idee, stärker zu lernen, oder auch für Europa, nicht nur für Deutschland, stärker zu lernen von Prozessen im globalen Süden. Natürlich gibt es viele, also globaler Süden, ich meine jetzt Länder außerhalb Europas im Wesentlichen. Natürlich gibt es da sehr, sehr viele Unterschiede, weil die Gesellschaften anders organisiert, anders strukturiert sind, aber dennoch gibt es Prozesse, die man gemeinsam gestalten kann und wo man voneinander lernen kann. Ich denke, der allererste Schritt, ich kann da gerne gleich nochmal was zu sagen, aber aus meiner Sicht ist der allererste Schritt, bevor man das überhaupt tun kann, die Bereitschaft von europäischen und OECD-Ländern, also diejenigen, die die Demokratie fördern, einen Kulturwandel zu vollziehen. Das ist ein ganz altes Argument in der Entwicklungspolitik, aber es wird nicht funktionieren mit dem Duktus, der Rest der Welt lernt vom Westen. Das ist gerade eine große Diskussion in den USA. Also was kann man tun in der Demokratieförderung mit dem negativen Demokratiebild, das in der USA vorherrscht? Sind die USA da überhaupt noch legitimiert? Bevor man darüber nachdenken kann, braucht es aus meiner Sicht sehr viel Demut in europäischen und Gesellschaften und anderen OECD-Ländern und die Bereitschaft von anderen zu lernen. Und das erfordert andere Kooperationsmechanismen als die wir im Moment haben. Natürlich werden die Machtasymmetrien bleiben für eine Weile erstmal, aber die müssen durch Dialog überwunden werden. Anders kann ich mir nicht vorstellen,
dass das funktioniert. Also so einen Lernprozess erstmal herzustellen. Also wo man lernen kann, denke ich, braucht es die Bereitschaft dazu. Und das Wissen, dass es keine Blaupausen und Schablonen gibt, die man von A nach B übertragen kann. Wir kommen auf diese Frage des Lernens nachher noch einmal zurück. Ich möchte noch mal eine Nachfrage an dich stellen, die du ganz zu Beginn deiner Antwort sehr, sehr stark gemacht hast, nämlich den Punkt Werte. Und ihr habt beide über einen Wert schon ganz, ganz deutlich gesprochen, nämlich Gleichheit. Und dieser Punkt Werte und Wertekanon ist so ein geflügeltes Wort für gefühlt alle EU-politischen Fragen, über die wir dieser Tage gerade reden. Ne? Europa muss seine eigenen Prinzipien wieder ernst nehmen, muss seine eigenen Werte verteidigen, in allen Mitgliedstaaten muss es zu Hause leben. Das, was wir international so gerne predigen, ne? Möchten wir in der Demokratieförderung weltweit glaubhaft agieren, dann müssen wir auch antidemokratischen Kräften zu Hause entgegentreten. Verlangen wir Rechtsstaatlichkeit von unseren internationalen Partnern, na, dann müssen wir auch für uns zu Hause Mechanismen entwickeln, um das, um institutionelle Strukturen zu stärken, durch die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien sanktioniert werden kann. Ich wollte dich nochmal fragen, du hast ja auch in deiner Forschung viel mit Demokratinnen und Demokraten im globalen Süden, über den wir schon viel gesprochen haben, bist viel in Kontakt, führst viele Gespräche und kooperierst viel. Inwiefern ist diese Diskussion eigentlich so ein bisschen eine europäische Nabelschau? Wie werden denn aus deiner Wahrnehmung und deiner Forschung heraus Deutschland und Europa als Demokratieförderer von außen wahrgenommen? Sind wir denn glaubhaft oder siehst du diese Vorwürfe, kommen diese Vorwürfe auch aus Ländern, in denen du forschst? Also das der erste Punkt ist, wenn wir auf die Welt schauen, dann ist Europa immer noch eine der demokratischsten Regionen überhaupt. Das heißt nicht, dass wir kein Problem in Europa haben. Wir haben sehr viele Probleme, auch mit der Demokratie. Und die Demokratie ist ja nicht gesetzt. Also für die muss man arbeiten, für die muss man viel tun. Und wahrscheinlich sind wir in einigen Ländern jetzt an Stellen, auch in Deutschland, wo wir was tun müssen, damit es nicht kippt. Und gleichzeitig ist aber die Wahrnehmung von außen natürlich noch sehr stark, Europa ist demokratisch. Aber natürlich werden einzelne Prozesse beispielsweise in Ungarn, also Autokratisierung in Ungarn, die nationalistische Regierung in Ungarn sehr kritisch gesehen. Das führt aber nicht so weit, dass man ich spreche jetzt hier vor allem aus meinen Erfahrungen mit Forschungspartnern und der Forschung in Afrika und afrikanischen Staaten. Da wird Europa nach wie vor als Demokratieinsel und glaubwürdig gesehen. Aber allerdings, und das zeigen Umfragen auf dem Afrobarometer, dass die Europäische Union nicht stark als Demokratieförderungsakteur wahrgenommen wird. Die Europäische Union wird stärker wahrgenommen als Treiber oder Förderer von wirtschaftlichen Maßnahmen und weniger für Demokratie. Wo sie sehr stark als Vorbild dient, ist in Regionalorganisationen. Also die war für mehrere Regionalorganisationen, Organisation amerikanischer Staaten, Afrikanische Union, ECOWAS, ein Vorbild, wenn es darum ging, Kriterien zu etablieren, Regionaldemokratie zu schützen und zu fördern, also über Klauseln in regionalen Verträgen. Und das funktioniert nach wie vor ganz gut im Sinne von Glaubwürdigkeit. Ich habe gerade versucht, wie ich jetzt die gute Brücke schlage, aber daran merkt man immer, so einfach ist es nicht mit der Glaubwürdigkeit. Aber die Brücke ist das Thema Werte. Und wir haben das ja in beiden Debatten schon und führen sie auch immer wieder. Und Naika, du hast eben schon den Wert Religionsfreiheit als ein Beispiel angesprochen und unsere Werte des Grundgesetzes genannt, ne? Als das eigentlich auch die Versprechen, die Demokratie bei uns, die Kernversprechen der pluralen Demokratie. In deiner Forschung hast du dir ja angeschaut, wie eigentlich so die Zustimmungsraten sind in der Bevölkerung, also wie stark diese Werte, die im Grundgesetz verankert sind, eigentlich auch vertreten werden. Und ich finde erstmal, die Good News quasi sind, die sind insgesamt sehr hoch. Es gibt hohe Zustimmung zu Werten wie zum Beispiel Religionsfreiheit.
Wenn dann aber empirisch nachgefragt wird, ob man gewissen Gruppen diese Freiheit zu Zeitpunkten und in gewissen Kontexten ermöglichen sollte, ein Beispiel zum Beispiel sind Menschen, MitbürgerInnen muslimischen Glaubens, denen dann aber wiederum in einigen Punkten aberkannt wird, ihre Religion frei hier auszuleben. Du nennst das, glaube ich, das Paradoxon der Demokratie. Ich finde es einen sehr passenden Begriff. Aber ich frage mich immer wieder, wie erklärst du dir das eigentlich, diese Diskrepanz zwischen anerkannten Wertekanon auf der einen Seite und gelebter Realität auf der anderen? Und wie kommt es zu diesem Gap und wie können wir den überwinden? Also vielen Dank zunächst mal. Dieses demokratische Paradox ist kein Begriff von mir, sondern das ist tatsächlich in der Demokratietheorie setzen sich sehr viele WissenschaftlerInnen damit auseinander, grundsätzlich mit der vor allen Dingen Widersprüchlichkeit zum Beispiel zwischen Freiheit und Gleichheit als Versprechen. Die schließen sich im Grunde genommen aus, weil Gleichheit nach Regulierung strebt und Freiheit im Grunde genommen auch einhergehen kann mit dem maximalen Wunsch nach Deregulierung zum Beispiel. Und bei mir, ich untersuche in dem Buch vor allen Dingen eben die Paradoxie zwischen Werthaltungen, Versprechen und internalisierten Selbstbildern, wenn ich das jetzt mal so weiter erklären darf, das Gefühl, wir sind der Kontinent der Menschenrechte, der Aufklärung, der Demokratie und das positioniert uns in Europa in einem Selbstbild sehr weit oben. Julia hat das auch gesagt. Und es ist auch tatsächlich so, dass, was eben gesagt wurde, diese große Glaubwürdigkeit, die Europa genießt, das ist ja immer eine relationale Frage. Also in Relation zu, nehmen wir mal Saudi-Arabien, China oder ganz vielen anderen Ländern, gibt es die Frage überhaupt nicht. Aber hier finde ich es auch sehr gut, wo Julia und ich uns sehr gut komplementär ergänzen. Es gibt nämlich eine Frage, die Glaubwürdigkeit von außen, und die andere ist aber die Glaubwürdigkeit von innen. Es mag sein, dass die Leute aus Saudi-Arabien selbstverständlich hier hinschauen, oder ich kann auch noch, damit es nicht so polemisch klingt, auch noch sagen, keine Ahnung, aus der Türkei oder so hier hinschauen oder aus Polen oder, nee, das ist ja schon Europa, aber also von außen drauf schauen und selbstverständlich sehen, dass hier viele Versprechen der Demokratie stärker eingehalten sind. Aber reicht uns das als Bevölkerung von innen? Das ist die große Frage. Können wir uns zurücklehnen und sagen, ja gut, was maulst du denn rum? Dann geh doch lieber in die Türkei, wenn du hier unzufrieden bist. Oder wenn man hier antimuslimische Einstellungen zum Beispiel ankreidet, dann kommen dann die Antworten, aber in der Türkei geht es den Christen doch viel schlechter. Mir doch egal. Ja? Also wir schauen doch hier als Bürgerin eines Landes erstmal auf von innen auf unser Land. Und wenn die Bürgerinnen des Landes nicht mehr den Anspruch erheben eines Maximalversprechens, dann gibt es nicht diese Dynamik der Aushandlung und die Weiterentwicklung von demokratischen Momenten und Motiven. Es ist ja grundsätzlich so, dass Habermas hat mal davon gesprochen, dass es so etwas wie Zeitpunkte gibt, auf die man zusteuert. Also im Grunde genommen so etwas wie Versprechen der Demokratie in die Zukunft hinein. Das hat Frankreich ganz stark mit seinem Leitmotiv von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Und wenn wir in dieses Land schauen, wissen wir, das ist sehr weit entfernt von diesem Versprechen, das irgendeiner Form von Letztgültigkeit beansprucht. Und trotzdem ist es ein Treiber, ein Motiv für demokratische Entwicklungen, und darauf sollte man schauen. Und wenn wir hier sehen, dass sehr viele Menschen, ich nehme jetzt mal spezifisch, weil die Daten, die ich benutzt habe, sich auf Deutschland bezogen, sehr viele Menschen für sich in Anspruch nehmen, eben Grundwerte sehr stark zu teilen, den Grundwert der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, den Gleichheitsgrundsatz. Und wenn wir dann im nächsten Moment empirisch nachfragen und sehen, ja, die Menschen sind zu 90% für, keine Ahnung, Meinungsfreiheit, sind aber der Überzeugung, dass
eine muslimische Frau nicht mit Kopftuch im Fernsehen sprechen sollte, dann ist das ein Bruch, weil man dann fragt, wieso gilt denn die Meinung der muslimischen Frau mit Kopftuch weniger im Konzept Meinungsfreiheit? Und daran erkennt man, wie schwierig Demokratie eigentlich ist, dass nämlich diese Versprechen, zu denen, die man zunächst mal immer so schön abnicken kann, wo man sagen kann, selbstverständlich finde ich gut, Gleichheit zwischen Männern und Frauen finde ich auch gut, aber wir haben trotzdem 20% Lohnungleichheit und so weiter. Das heißt, man ist in einem abstrakten Niveau für etwas, sobald es aber konkret an einen heranrückt, ist man eher bereit, das zu negieren. Wir haben das mehrfach getestet mit Religionsfreiheit und haben festgestellt, dass es hohe Zustimmungswerte zu Religionsfreiheit gibt, 80-90%, je nach Ost-West nochmal unterschiedlich, und sehen aber, dass wenn es dann um Fragen geht, zum Beispiel das Recht, Gotteshäuser zu bauen, in dem Fall Moscheen, dann geht schon mal dieses Grundrecht ganz weit in der Zustimmung zurück und noch stärker geht es zurück bei Beschneidung und Kopftuch. Und diese Diskrepanz erzeugt wiederum eine sogenannte Paradoxie. Ich bin für etwas, absolut, aber wenn es konkret wird, nehme ich mein Versprechen wieder zurück. Und es spüren auch die Menschen, die es betrifft. Und dann fangen sie an, denjenigen, die, ich will nicht sagen so tun, aber denjenigen, die glauben, dass sie an diese Grundrechte glauben, dann eben nicht mehr zu glauben oder ihnen gegenüber misstrauisch zu sein. Das ist so spannend und ich glaube, Nina und ich, wir haben noch so viele Fragen auf unserer eigenen Liste, die wir euch gerne stellen würden, aber die Zeit mit euch verfliegt. Und es ist jetzt tatsächlich so der Zeitpunkt gekommen, da wollen wir unsere Diskussion auch mal öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ich kündige es nochmal an alle, die eine Frage stellen wollen, das können Sie gerne machen. Sie nutzen einfach am unteren Rand Ihres Zoom-Fensters die Frage- und Antwortfunktion F und A. Ihre Antwort ist, Ihre Frage ist, Sie können die Frage anonym stellen, aber seien Sie sich bewusst, dass wenn wir diese Frage beantworten und auswählen, dass man dann auch Ihren Namen sieht. Wir haben schon ein paar Fragen, die eingegangen sind und ich ermuntere unser Publikum auch noch mehr Fragen uns zu schicken. Ich würde die erste Frage nochmal an dich stellen, Julia, denn es ist eine direkte Nachfrage, die zu deiner letzten Antwort kam. Du hast vorhin gesagt, der Frage, ne, wie wir eigentlich mit Partnerländern des globalen Südens zusammenarbeiten im Rahmen der weltweiten Demokratieförderung. Da hast du gesagt, wir brauchen andere Kooperationsmechanismen und andere Formen der Dialoge. Und eine Zuschauerin möchte gerne nochmal von dir genauer wissen, was du damit meinst und welche Form des Dialogs gemeint ist und insbesondere, welche Akteurinnen und Akteure es da gehen kann. Sind es Parteien? Geht es um politische EntscheidungsträgerInnen? Geht es um Bürgerinnen? Könntest du das nochmal genauer erläutern? Ich würde das verbinden mit der ersten Frage nach der politischen Bildung und das wiederum verbinden mit dem, was Naika gerade gesagt hat. Also ich spanne einen Bogen, weil bei Naika ging es jetzt ja gerade nochmal um die Werte und Religionsfreiheit etc. Und ich würde nochmal gerne, weil das auch eine Frage zur EU war, auf die Werte zurückkommen, die stark mit Dialog und politischer Bildung zusammenhängen. Also in Klammern, in den Studien zu religiösen Akteuren in Demokratisierungsprozessen stellen wir für, oder ich für Mali, wir stellen das aber auch für andere Länder außerhalb Afrikas fest, dass Religionsfreiheit sehr oft eingefordert wird, aber vor allem auch um die eigene Freiheit, also das eigene individuelle oder die Freiheit meiner eigenen Organisation oder Religion zu gewährleisten. Aber wenn es dann zum Spruch kommt und die Religionsfreiheit sowohl die negative und die positive beinhaltet, nämlich auch die Freiheit der anderen zu garantieren, da wird es schwieriger. Und daher, also aus diesem Gedanken heraus, dass dahinter ja auch unterschiedliche Wertevorstellungen und unterschiedliche Vorstellungen von Gleichheit stehen, halte ich es für sehr wichtig, dass es in Deutschland, aber auch in der Demokratieförderung eine stärkere Verständigung über Wertevorstellungen gibt. Und du, Julia, hattest vorhin gefragt, wie ist das denn mit der EU? Alle fordern die Werte ein oder sagen, die EU soll besser für die Werte einstehen. Und ich stimme dem grundsätzlich zu, weil es erstmal darum geht, sich auf einer, in dem Fall internationalen, globalen
Plattform zu werten, zu bekennen. China, Russland, andere machen das auch. Da ist der Wert Stabilität, da ist der Wert Frieden. Und für Europa muss der Wert Menschenrechte, Pluralität, Gleichheit etc. sein. Und es ist sogar das Urdemokratischste an sich, sich zu einem Wert zu bekennen und anzuerkennen, dass man uneinig sein kann. Also möglicherweise teilt man das mit anderen Gesellschaften und Staaten nicht, aber man muss in der Lage sein, sich darüber auseinanderzusetzen. Und dieser globale, internationale Diskurs fehlt. Und wenn man den jetzt in die Gesellschaften spiegelt und in die Demokratieförderung, dann ist es einerseits, und da kommt jetzt Ihre Frage, ich glaube, Frau Braun war Ihr Name, wenn ich mich richtig erinnere, wer soll denn den Dialog führen? Also in der internationalen Demokratieförderung, die basiert vor allem auf internationaler Kooperation zwischen Staaten, sind das Regierungen, die diesen Dialog führen müssen. Die sind häufig kontrovers, diese Dialoge, weil die Wertevorstellungen unterschiedlich sind und die Vorstellung, wie Gesellschaft und Politik organisiert sein soll. Der Dialog sollte aber auch zwischen Parteien, das findet schon stärker statt, und zwischen Zivilgesellschaften stattfinden. Und das im Hinblick auf, und das ist jetzt ein bisschen eine Antwort auf die Frage, was kann man lernen aus der Demokratieförderung, Demokratisierung in anderen Ländern, nämlich, dass wir Aushandlungsprozesse brauchen und die aushalten können müssen. Und hier ist jetzt mein Hintergrund sehr stark geprägt durch afrikanische Gesellschaften. Hier denke ich vor allem an den Senegal, hier denke ich an Mali, hier denke ich an Mosambik. Und das klingt jetzt sehr pauschal und ich meine es nicht so pauschal, kann es aber nicht länger ausführen, aber sozusagen die Fähigkeit auch zuzuhören und einen Aushandlungsprozess, eine andere Meinung auszuhalten und abzuwägen, dafür braucht es eine Diskussionskultur, eine Debattenkultur, die wir teilweise, weil wir uns in unterschiedlichen Echokammern befinden, in unterschiedlichen sozialen Gruppen befinden, in Deutschland und Europa und auch zwischen europäischen Staaten teilweise nicht mehr führen. Und also da braucht es aus meiner Sicht Dialog zwischen Gesellschaften und da können wir sicherlich viel lernen. Und ein letzter, da kommt jetzt die politische Bildung rein. Wir haben ja vorhin kurz gesprochen über gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie. Und in der Demokratieförderung, teilweise auch in Deutschland, denken wir diese Dinge ja nicht gezwungenermaßen zusammen. Wir sprechen über Polarisierung, über gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber verbinden das nicht so richtig mit Demokratie. Und gleichzeitig ist die Demokratie das einzige System, das es uns ermöglicht, das einzige politische System, das es uns ermöglicht, Werte auszuhandeln. Und Gesellschaften müssen immer wieder Werte neu aushandeln können, sonst bricht irgendwann der gesellschaftliche Zusammenhalt, der ja sehr viel zu tun hat mit Identität, mit der Bereitschaft, ein Gemeinwohl zu definieren, was sich fürs Gemeinwohl einzusetzen und auch Vertrauen zu haben in den anderen und in den Staat. Und dafür braucht es die politische Bildung. Und da ist mein Plädoyer und vor allem auch für die Demokratieförderung, weil es da nicht passiert, sich viel stärker um Kinder und Jugendliche zu kümmern, was die politische Bildung angeht. Das tun wir möglicherweise in Deutschland teilweise in der Demokratieförderung kaum. Da hast du tatsächlich auch schon eine andere Frage aufgegriffen, wo es nämlich genau darum ging, welche Rolle die politische Bildung spielen sollte. Naika, darauf kannst du auch noch gerne eingehen. Ich würde dir aber gerne noch eine andere Frage auch mitgeben, die hier gestellt wurde und die tatsächlich auch etwas ist, was uns im Vorfeld auch in Vorbereitung der Moderation immer wieder umgetrieben hat, nämlich das Thema, wie eigentlich auch Demokratie wehrhaft sein kann. Du hast es eben schon kurz angesprochen, dass es jetzt auch beim Demokratiefördergesetz in Deutschland um diese Wehrhaftigkeit geht. Die verbindet ja Fragen, Demokratiefragen, Gesellschaftsfragen mit Fragen nach innerer Sicherheit. Die fragt ja danach, wie wir uns eigentlich auch schützen können. Und ich meine, mit Blick jetzt auf den rechtsextremen und rassistisch motivierten Anschlägen in Hanau und Halle, würde ich sagen, dass es da ja auch eine gewisse Wehrhaftigkeit gegen antidemokratische Kräfte geben muss. Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass gerade von staatlicher Seite es immer wieder auch zu Rassismus, zu Diskriminierung kommt. Ein Beispiel ist, was ja viel Thema wurde in den USA, aber auch hier in Deutschland, das Thema Polizeigewalt oder Diskriminierung gegenüber Personen, die als anders gelesen werden oder mit anderer Herkunft gelesen werden. Wie kann denn das aber eigentlich gelingen, also diese wehrhafte Demokratie zu schaffen und dieses sicherheitspolitische
mit dieser Idee von lebendig pluralistischer Demokratie zusammenzudenken. Was braucht es dafür? Also zunächst einmal braucht es dafür das Vertrauen in die Sicherheitsorgane. Und da wir jetzt eine geraume Zeit hinter uns haben, in der dieses Vertrauen massiv erschüttert wurde, nicht nur beginnt mit den NSU-Morden, aber darin ist das Ganze nochmal stark kulminiert, dadurch, dass die Rolle der unterschiedlichen Verfassungsschutzstellen, Beteiligten dort unklar geblieben ist im Prozess, weitergehend mit NSU 2.0, wo auch von Polizeicomputern eben Informationen gezogen wurden. Seit gestern sagt man, das ist ein Einzeltäter aus Berlin, der diese Informationen per Anruf in Polizeidienststellen bekommen haben soll, was jetzt nicht unbedingt, das entlastet vielleicht die Polizistin, es führt aber nicht zur Sicherheit, wenn Terroristen einfach auf Polizeistellen anrufen können und können sensible Informationen über Personen bekommen, denen sie dann Drohbriefe schreiben, ist das auch nicht wirklich gut, um das Vertrauen weiter zu stärken. Dann die ganzen rechtsextremen Chatgruppen, Chatprotokolle, nicht nur in der Polizei, sondern auch in den KSK-Kräften, die verschwundene Munition bei der Bundeswehr. Kurz und gut, wir befinden uns in einem Klima, in dem das Vertrauen in Sicherheitskräfte stark erodiert und dementsprechend der Widerstand gegen die Wehrhaftigkeit interessanterweise eher jetzt von Seiten der Sozialdemokratie, der Seiten der Grünen kommt, weil in der Aussage wehrhafte Demokratiegesetz eben nicht unbedingt gelesen wird, das, was wir alle darin auch gerne bereit wären zu lesen, dass man klar gegen Antidemokratinnen Position ergreift, sondern im Moment sehen das viele Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus organisieren, als eine Form von Schikane, weil sie darin lesen, dass sie zunächst einmal explizit darstellen müssen, wie sehr sie sich von linken Orientierungen im Grunde genommen distanzieren, um ihre Förderungen dann weiterzubekommen. Das kann man durchaus diskutieren, aber die Frage, ob es tatsächlich so etwas wie eine Hufeisentheorie gibt, wo auf rechter und linker Seite die Extremismen miteinander vergleichbar sind, ist ja derzeit sehr stark diskutiert und in Teilen auch schon ad acta gelegt worden. Aber wie gesagt, die Frage der Wehrhaftigkeit lässt sich nicht im luftleeren Raum diskutieren, weil wer ist denn zuständig für die Wehrhaftigkeit? Die Sicherheitsorganisationen. Und wenn denen in Momenten nicht zugetraut wird, das einzuhalten, wird es schwer für dieses Gesetz zu werben. Ich würde gerne genau den Punkt auch nochmal an Julia wieder zurückgeben. Wir haben jetzt noch vielleicht 10 Minuten für eine gemeinsame Diskussion mit unserem Publikum. Also vielleicht noch so eine Frage an beide von euch. Julia, Stichwort wehrhafte Demokratie. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, angesichts eines globalen Autokratisierungstrends, den wir beobachten, eine Welle der Autokratisierung, in der sich die Welt befindet, brauchen wir jetzt Instrumente, wo es nicht mehr um die Förderung von Demokratisierungsprozessen geht, sondern wir brauchen jetzt Instrumente für den Schutz von Demokratien weltweit. Ist denn Sicherheitssektorreform und Maßnahmen, die sich dann insbesondere mit Sicherheitsinstitutionen beschäftigen oder diese besonders angehen, siehst du darin ein solches Instrument, ein wichtiges Instrument, oder siehst du andere Instrumente, die du als wesentlicher und wichtiger begreifst? Ja, also das allererste, was ich gerne sagen würde, ist, dass wir es nicht zu eng denken dürfen. Wir denken jetzt ja sehr stark an demokratische, also das muss man natürlich, an demokratische Prinzipien, an demokratische Prozesse. Aber das jüngste Bundesverfassungsgerichtsurteil, also dieses Klimaurteil, definiert im Grunde ja auch ein Demokratieverständnis neu, weil es tatsächlich, wie Naika Dufon auch gesagt hat, die Politik veranlasst, in die Zukunft denken zu müssen. Das heißt, Demokratie abgelöst zu denken von Nachhaltigkeitsthemen, Demokratie abgelöst zu denken von gesellschaftlichem Zusammenhalt und wichtigen Themen, funktioniert aus meiner Sicht nicht. Deshalb muss man das mitdenken.
Wenn man jetzt auf die klassischen Institutionen schaut, und da ist der Sicherheitssektor sicherlich einer, und ich bin natürlich in der Tendenz, ich vergleiche hier Deutschland mit Entwicklungsregionen, mit Regionen, in denen es auch Konflikte gibt und Kriege gibt. Und von da können wir im Grunde aus dem Negativen lernen. Und das sind die Institutionen in diesen Ländern, in vielen dieser Länder, die am wenigsten Vertrauen der Gesellschaft genießen. Und wenn hier das Vertrauen sinkt das Vertrauen in den Staat und in die Zukunftsfähigkeit des Staates. Deshalb denke ich, das ist was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Also die ganze Debatte, also wurde ja gerade schon gesagt, zum rechte Tendenzen der Polizei etc. Aber ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt, den man lernen kann, ist, dass Kooptationsstrategien von nicht demokratischen Kräften oder solchen, die offensichtlich zeigen, dass sie es werden wollen, wie es im Parlament schaffen, wie die AfD oder wie Kreise, die sich um Trump gebildet haben in den USA, und das kann man auch für Entwicklungsländer, das kann man für Ungarn sagen etc., mit diesen Kräften darf nicht kooperiert werden. Also wenn die Forschung eines zeigt, ist dann die Integration von diesen Kräften in den demokratischen Diskurs und in demokratische Entscheidungsprozesse, die kollektiv verbindlich sind, das ist wirklich gefährlich für Demokratie. Ja, ich überlege gerade, wie wir jetzt die letzte Abschlussrunde gestalten, und wollte mich kurz mit meiner Co-Moderatorin Julia absprechen, aber das klappt digital nicht ganz so gut. Ich habe dir gerade eine WhatsApp geschrieben. Okay. Sehr schön. Genau, wir wollten, es ist schön, Entschuldigung, erstmal wollte ich sagen, es ist total schön, dass der Chat jetzt so lebendig ist, und gleichzeitig merken wir immer wieder bei Digitalformaten, wie unglaublich schnell auch die Zeit umgeht und wie wir letztendlich jetzt nur eine letzte Frage stellen können. Ich würde die Frage stellen, die uns noch sehr auf den Nägeln brennt, aber sehr gut anschließt an die Debatten, die wir gerade geführt haben, nämlich die Frage zu dem Thema Narrative, die jetzt immer mal wieder aufblitzt bei euch beiden, ohne dass wir sie so explizit gemacht haben. Und ich würde anfangen bei dir, Naika. Es gibt ja aktuell die Errichtung einer Bundesstiftung für Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Und beim Thema Narrative und wie wir unsere eigene Demokratisierungsgeschichte fassen, hat es ja auch mal ganz viel damit zu tun, welche Perspektiven gesehen werden und welche nicht. Und da komme ich auch zurück auf dein aktuelles Buch zum Thema Die Gesellschaft der Anderen, ja, in dem ihr ja angeschaut habt, inwiefern es Analogien gibt zwischen Menschen in und aus Ostdeutschland und Menschen mit Migrationsgeschichte oder Migrationsbezügen und wie sie quasi ähnliche Erfahrungen gemacht haben in diese Leseart oder dieses Anders. Ne, nicht gehört werden, nicht berücksichtigt werden. Und ich finde, ein Beispiel davon, wo ich das persönlich sehen kann, ist die Art, wie wir unsere Demokratiegeschichte und die Zäsuren dessen erzählen. Na, dann ist es eine sehr westdeutsch dominante Geschichte, die auch tatsächlich ohne sehr viel Einwanderungsgeschichte daherkommt. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen? Wie kann das eigentlich anders gelingen? Und wie würdest du ab jetzt eigentlich dir wünschen, dass ein Narrativ oder wie sich unser Narrativ da auch verändert? Und warum ist es eigentlich relevant oder ist es aus deiner Sicht relevant? Doch, ich halte das für sehr relevant, weil die Frage darauf, wie wir uns eben aus der Vergangenheit erzählen, gibt natürlich auch Motivation, auch wie wir uns den Weg in die Zukunft vorstellen. Also diese sinnstiftenden Endpunkte, die wir formulieren, das sind Positionen, die wir, glaube ich, in Deutschland gerade erst neu lernen. Es gibt ja viel Forschung dazu, wie man nationale Identität definiert. Und das wird immer so grob unterteilt in Ideology-based und Heritage-based. Also die einen denken über eine Idee und beschreiben sich selbst als Nation, als Kollektiv in ihrer Identität
über eine Idee oder Ideologie. Nehmen wir mal die Vorstellung der Freiheit. Das beschreibt sehr stark so die Selbstbeschreibung Amerikaner, der US-Amerikaner, die Vorstellung, we are the land of freedom. Und egal, wie viel da stimmt oder nicht stimmt, das ist sozusagen der Treiber nach vorne. Man beschreibt seine eigene kollektive Identität nach vorne gewandt, aspirativ. Und Deutschland war immer schon sehr stark heritage-based. Also wie wurden die Deutschen das, was sie jetzt sind? Und es geht ganz stark mit Blick in die Vergangenheit. Selbstverständlich kann man das auch mit dem Bezug auf den Holocaust dahingehend definieren oder verstehen, dass man sagt, ein so großer Bruchpunkt ist selbstverständlich konstitutiv für die Identitätsbeschreibung, aber es beginnt ja nicht nur am Holocaust. Wenn wir jetzt so in die rechte Selbstbeschreibung gehen, dann ist sie irgendwo bei den Germanen im Teutoburger Wald und dem Hermannsdenkmal und sonst irgendwas. Und es ist ganz stark, wie gesagt, das nach hinten blicken, und man hat manchmal das Gefühl, das hört dort auf, guckt aber auch nur selektiv und formuliert nicht wirklich nach vorne. Und ich sehe diese Idee, dass man auch Geschichte nochmal, da sind ja ganz viele, ganz, ganz viele derzeit dran, die Reinterpretation von geschichtlichen Lesarten. Sehen wir auch natürlich an der Reinterpretation von Geografie, wenn wir sagen, im Osten oder im Süden, von wo aus denken wir das? Natürlich immer von Europa als Zentrum. Aber in dem Falle ist es so, wenn ich glaube, was wir für eine reflexive Geschichtsschreibung brauchen, so ist das zum einen, fällt mir auch sehr stark die Auseinandersetzung mit der Frage der Aufklärung, dieser Mythos Aufklärung. Wir haben die Aufklärung und das ist wie eine Impfung, das macht uns für immer zu Demokratinnen. Und dann vergessen alle, dass irgendwie 200 Jahre später der Holocaust war, trotz Aufklärung. Und ich finde, die meisten Menschen sind gerade erst damit konfrontiert zu lesen, wie sehr die Ideale und Ideen der Aufklärung auch das koloniale Weltsystem, unter dem wir heute politisch alle leiden, mit legitimiert und gerade erst aufgebracht hat. Auch das ist etwas, wo ich glaube, dass das in eine reflexive Geschichtsschreibung unbedingt mit rein muss. Und noch auf eine Frage im Chat, weil ich die ganz am Anfang gelesen hatte, die passt jetzt gar nicht, aber nur um die Hinweise zu autoritären Tendenzen in Skandinavien. Also die ganzen Parteien von der Dänischen Volkspartei bis zu den Schwedendemokraten, den wahren Finnen, die Schwedendemokraten auch explizit mit einem nationalsozialistischen Entstehungspunkt. Und diese Parteien sind teilweise lange schon da, teilweise in Regierungsverantwortung gewesen. Und wenn wir auch weiterschauen, Niederlande hat mit 20% rechten bis rechtsextremen Parteien tatsächlich diesmal die größte Stärke an antidemokratischen Positionen im Parlament, aber auch die Schweiz. Und Österreich mit Strache und die Schweiz mit schon lange etablierten rechten Strukturen in der Regierung, da können wir wirklich nicht sagen, dass wir als aufgeklärte Nation keine antidemokratischen Tendenzen hätten in unseren eigenen Gesellschaften und politischen Räumen. Ja, Janina, jetzt sind wir doch total in unserem engen Moderationskorsett geblieben. Nina und ich hatten uns vorher gesagt, wir stellen auch mal eine Frage so richtig über Kreuz. Ich mal an Maika und Nina an Julia. Jetzt sind wir doch ganz klassisch bei der Rollenverteilung geblieben. Aber wir haben noch vielleicht 2 Minuten, Julia, für eine letzte Antwort auf die Frage nach dem Narrativ und einem Demokratienarrativ. Maika hat gerade gesagt, hat gerade auch wieder gespiegelt, wie diese Narrative auch oftmals rückwärts gerichtet sind und wenig mit dem Blick nach vorne. Und das erleben wir auch für die Europäische Union, wenn es darum geht, dass wir ein Friedensprojekt sind, eine Wertegemeinschaft, die für Menschenrechte und Demokratie steht. Nicht zuletzt feiern wir in der Hamburger Europawoche oder der Europawoche generell, da schließt sich jetzt der Kreis, historische Errungenschaften für dieses Projekt Europa. Wir feiern die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und so weiter und so fort. Wie würde denn aus deiner Sicht so ein Versprechen von Demokratie für die Zukunft aussehen? Was braucht es da in deinen Augen? Ja, also
Das ist keine schöne Antwort, die hört man auch nicht gerne in der Politikberatung, aber ich bin überzeugt, es braucht Zeit. Es braucht Zeit und Geduld. Und natürlich haben wir angesichts der globalen Krisen, wenn man auf das Klima schaut, wenn man auf Pandemien schaut und wenn man auf, jetzt wurden gerade rechtsextreme Tendenzen in Europa angesprochen, wenn man darauf schaut, dann haben wir alle das Gefühl, die Zeit haben wir nicht. Und trotzdem braucht es, um ein neues Narrativ zu erarbeiten, das auch durchsickert und in Gesellschaften sickern kann, das zu einem Wertewandel langsam beitragen kann, dafür wird es Zeit brauchen. Und dafür wird es auch deliberative Prozesse brauchen, die man breit aufstellt. Also wir diskutieren ja dann in bestimmten Kommunen, also der Bürgerrat hat das jetzt versucht, in Deutschland Diskussionen an unterschiedlichen Orten dann wieder zusammenzuführen, und sowas bräuchten wir für Europa. Das ist natürlich eine sehr ideelle Vorstellung. Es gab auch eine Befragung von der Europäischen Union dazu im letzten Jahr, aber ich denke, das ist ein guter erster Schritt, aber dann muss das massiv, massiv über politische Bildung vorangetrieben werden in Europa. Und da muss gemeinsam gearbeitet werden an dem Narrativ. Und da müssen zwei Dinge oben stehen eine große Sache draufstehen, nämlich Demokratie bringt was. Und das ist ja auch was relativ Deutsches. Wir meckern und es ist alles schlecht und wir gucken mal auf die Defizite. Aber wenn wir nicht anfangen, auf die wahnsinnigen Ressourcen zu gucken, die wir als Gesellschaft und die wir als Europa und teilweise auch als Weltgemeinschaft in manchen Teilen haben, dann wird das nichts werden mit dem Narrativ. Also wir müssen ressourcenorientierter werden. Und zu den Ressourcen gehört eben nicht nur, dass Sicherheit und wirtschaftlicher Wohlstand geschaffen wird. Zu den Ressourcen gehört auch, dass es ein Wert an sich ist, dass Menschen ohne Angst leben können. Und das ist wahrscheinlich schwer nachvollziehbar für Menschen, die nie im Krieg gelebt haben, ich habe in Kriegsregionen auch geforscht, das nicht erlebt haben, was es heißt, Angst zu haben, vor die Tür zu gehen. Und wenn es knallt, nicht zu vermuten, das war die Tür vom Nachbarn, sondern das war ein Schuss. Und die Erfahrung, die kann man nur schlecht vermitteln. Aber da müssen wir hinkommen, dass Demokratie an sich, und die Würde des Menschen wurde vorhin angesprochen, dass das ein Wert ist, der nicht erst weg sein darf, damit man ihn wieder zu schätzen lernt. Das habe ich auch negativ formuliert am Ende, aber es sollte der positive Duktus sein. Es war ein sehr schöner, positiver Duktus und ich finde es auch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort und habe gerade überlegt, ob ich das einfach so stehen lasse, aber tatsächlich würde ich nochmal unsere Diskussion zum Ende ein bisschen zusammenfassen, weil ich finde das immer ganz schön, das vielleicht auch zum Mitnehmen, was wir so alles besprochen haben, denn da ist einiges zusammengekommen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt Demokratieversprechen, die oft etwas zu tun haben mit sinnstiftenden Endpunkten, also in der Zukunft, was wir eigentlich erreichen wollen. Und da gibt es verschiedene Versprechen, die wir diskutiert haben. Wohlstand, Frieden, Sicherheit, Gleichheit, Pluralität. Und dass das eigentlich die Basis letztendlich ist der Legitimität. Und interessant fand ich nochmal, das ist nämlich auch ganz persönlich mit dem Thema politische Gleichheitsdebatte anstatt dieser Identitätsdebatte, die aktuell geführt wird. Und dass man eigentlich diesen Gap dazwischen viel zu wenig wahrscheinlich mitdenkt und sich darauf konzentriert. Was ich weiter noch spannend fand, es ging darum, das hast du noch erwähnt, Julia, Demokratisierungsprozesse nicht mehr national zu denken, sondern dass wir auch transnational eine Diffusion erleben. Das erleben wir übrigens ja auch bei Protestaufkommen, ein Thema, wozu ich lange geforscht habe, was man sieht. Genauso auch die Bereitschaft, und das finde ich, das wurde bei euch beiden sehr deutlich, die Bereitschaft, selbstreflektiv zu sein als Gesellschaft. Als Individuum schadet das auch nie, sage ich mal dazu. Aber auch die Bereitschaft von anderen zu lernen. Also auch da von einer sogenannten Hoheitsposition mal wegzukommen. Und ich finde, das nehme ich auch noch mal mit. Es waren einige Punkte, die bei Demokratieförderung wichtig sind, die ihr beide auch angesprochen habt. Vertrauen in Sicherheitskräften, politische Bildung, reflexive Geschichtsschreibung oder eben auch neue Narrativentwicklung. Und Aushandlungsprozesse auszuhalten, also Konflikte auch auszuhalten, was sehr gut passt zu vielen Themen, die ich in diesem Jahr schon behandelt habe, mit dem Thema, dass wir wieder streiten werden sollen. Das merke ich gerade, das ist für mich so ein bisschen ein runder Abschluss.
Und genau, das würde ich sagen, ist so ein bisschen meine kurze Zusammenfassung, aber jede nimmt wahrscheinlich noch ganz andere Punkte mit und das soll auch so sein. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch beiden für die super spannenden Antworten und ich kann euch nur sagen, bei uns ist das gerade so ein bisschen der Auftakt zu diesem Thema. Wir wollen diese Diskurse tatsächlich auch längerfristig stärker zusammenbringen und da zusammen zu arbeiten. Das sei einmal gesagt und ihr habt da ganz, ganz tolle Anknüpfungspunkte geliefert. Also seid gewiss, eure Stimmen werden noch sehr viel länger hier nachhallen. Genau. Ich möchte mich auch bedanken bei unserem Team, die diese Veranstaltung mit vorbereitet haben und jetzt auch mit ausgeführt haben. Miriam van der Linden, Philipp Struckholz und Anne Mühlender. Anne Mühlender hat hier live mitgetweetet und so wurde diese Diskussion auch parallel auf Twitter weiter verbreitet. Es sei nochmal der Hinweis erlaubt, wir haben diese Diskussion aufgenommen und werden sie danach auf unserem YouTube-Kanal auch zur Verfügung stellen. Und bisher zeigt sich tatsächlich, dass es für uns sehr schön, dass das auch sehr stark angenommen wird. Ansonsten noch zwei schnelle Werbehinweise. Wir haben ja viel über Demokratiegeschichte auch gesprochen und tatsächlich haben wir eine Ausstellung, die ist eigentlich direkt unter uns, wo es um Demokratieleben geht und die Epochen der Demokratiegeschichte und der Geschichtsschreibung letztendlich, die aber leider zurzeit nur virtuell stattfinden kann. Das heißt, virtuell kann man aber an Führungen teilnehmen, immer mittwochs um 18 Uhr und sonntags um 15 Uhr. Sie sind kostenfrei und man kann sich auf unserer Website anmelden. Und ein letztes, weil du vorhin Anna Lührmann angesprochen hast, Julia Leininger, das passt nämlich sehr gut, weil Anna Lührmann bei uns auch im Podcast ist. Wir haben einen Podcast, das nennt sich der Krisenlotsen und da sprechen wir in ein paar Wochen, ich glaube in 3 Wochen kommt die Folge raus, zum Thema Demokratie und Krise. Und da ist Anna Lührmann nämlich unser Gast, also insofern auch da vielleicht ein bisschen das Roundup. Genau, das war's von meiner Seite. Ich kann dazu nur sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich finde es super schade, dass wir jetzt nicht gemeinsam danach noch zusammensitzen können und die Veranstaltung so ausklingen lassen. Aber ich hoffe, ihr lasst sie noch schön ausklingen und genau, herzlichen Dank nochmal. Tschüss.